Das Bremer Stahlwerk steckt in einer absurden Situation. Die Auftragsbücher sind voll, jeder Mitarbeiter wird gebraucht. Und dennoch fährt das Werk Monat für Monat Millionenverluste ein, wie wir aus der Belegschaft erfahren. Der Grund? Der Weltmarktpreis für Stahl ist auf ein Rekordtief gefallen. Das Bremer Werk kann nicht mehr kostendeckend produzieren. Der Vorstand äußerte sich heute nur schriftlich zur Situation des Standorts. Das Jahr 2016 wird für ArcelorMittal Bremen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich sehr schwierig. Daher sind weitreichende Spar- und Kostenreduktionsmaßnahmen in allen Bereichen des Unternehmens eingeleitet worden. Chinas Stahlindustrie gilt als Hauptverursacher der Krise. Die Asiaten fluten die Märkte gerade mit billigem Stahl und drücken so die Preise. Kritiker sagen, China könne nur wegen seiner laxen Sicherheitsstandards derart günstig produzieren. Außerdem subventionierten die Asiaten ihre teilweise völlig veraltete Industrie mit Milliarden, um sie am Leben zu erhalten. Im Bremer Stahlwerk haben am Mittag Betriebsrat und IG Metall eindringlich vor den Folgen für die europäische Stahlindustrie gewarnt. Was droht denn, wenn dem chinesischen Billigstahl kein Einhalt geboten wird? Dann haben wir, und das ist keine Schwarzmalerei, das ist real, dann haben wir die Existenzfrage noch in 2016 auf dem Tisch in Deutschland, in Europa, und da wird Bremen keine Ausnahme sein. Da sind wir mit allen Stahlbelegschaften in Europa einig. Wir brauchen von der europäischen Politik endlich ein vernünftiges Verfahren, um diese Anti-Dumping-Geschichten durchzusetzen. Es kann nicht sein, dass es ein Jahr dauert, bis das wirkt. Und wenn wir so lange warten, dann wird es die europäische Stahlindustrie schwer haben zu überleben. Hier geht es um Beschleunigung, hier geht es um wirksame Maßnahmen. Das sieht der Vorstand ähnlich. Die Belegschaft ist bereit, auf Geld zu verzichten, um die Krise zu lindern. Wie die Sparmaßnahmen allerdings konkret aussehen, darüber wird erst demnächst verhandelt. Der Vorstand hatte Vorschläge gemacht, die von der Belegschaft aber als Spaltung empfunden werden und nicht zur Motivation beitragen. Wir haben einen Gegenvorschlag gemacht, der von der Belegschaft weitestgehend getragen wurde. Kosten verursachen auch steigende Klimaschutzauflagen. Vertreter des Stahlwerks wollen in den kommenden Wochen gemeinsam mit der Politik nach Lösungen suchen. Es geht um die blanke Existenz der Stahlindustrie in Bremen und ganz Europa. Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Fickel ist bei mir, der aber auch seit 27 Jahren im Aufsichtsrat der Salzgitter AG ist, also großer Stahlkonzern. Das heißt, Sie kennen das Geschäft durch und durch. Wir hören, in Bremen werden Sparpläne geschmiedet. Kann man das Problem durch Sparen in den Griff bekommen? Ich glaube, man kann es nicht mehr durch Sparen allein in den Griff bekommen. Wir selber haben in Salzgitter ja auch so Self-Helping-Aktionen gemacht, also intern koordiniert. Aber man muss klipp und klar sagen, es sind zwei Herausforderungen, die wirklich eine Bedrohung für den Standort Arcelor in Bremen sind und überhaupt für die deutsche Stahlindustrie. Die erste Herausforderung ist gut herausgearbeitet worden, ist ein unglaublich brutales Dumping. Wenn Sie sich die Weltkarte anschauen, kaum ein Land mehr hält sozusagen Wettbewerbsregeln ein. Arcelor ist gewisserweise wie andere Stahlwerke das Opfer eines brutalen Dumpingwettbewerbs, der vor allem von China kommt. Und hier alle subventionieren, das sind die Regeln. Und das sind zwei Dinge. Erstmal bieten Sie billiger an und Sie subventionieren. Wir haben beispielsweise ein Italien-Stahlwerk, das plötzlich auch subventioniert worden ist. Also da muss, und dann kommt so ein Unternehmen wie Arcelor hochmotiviert, bauen hervorragende Flachstahl, wertvolles Material und kommen einfach mit dem Erlös nicht hin. Aber das Zweite ist, das ist im Beitrag erfreulicherweise am Ende gesagt worden, die deutsche Politik steht vor allem auch im Visier. Wenn jetzt zwei Maßnahmen kommen, nämlich die erste, dass CO2, also die Zertifikate für Umweltbelastung massiv verteuert werden, dann ist das ein Tod, ein Sargnagel für die Stahlindustrie. Und das Zweite ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, so ein Unfug, die Stahlindustrie produziert sehr viel nebenbei Strom, den sie nicht braucht, den sie selber benutzt. Der soll jetzt künftig auch besteuert werden. Also wir haben auf der Erlösseite durch die brutale Wettbewerb, durch die Konkurrenz, durch das Dumping, Verluste. Und wir haben auf der anderen Seite Kostensteigerung. Und die EU kann einen ersten Schritt machen in Richtung des Stahlwerks Bremen, in Richtung auch der anderen Stahlwerke, sagen, wir werden eine solche Verteuerung, was die Umwelt betrifft, nicht zulassen. Und übrigens werden wir endlich auch mal dazu übergehen, die Chinesen zu diskriminieren, für diese Art ein wertvolles Produkt wegzudrücken. Weil genau da rufen Sie ja jetzt Richtung EU um Hilfe, das haben wir gerade gehört. Können die denn was gegen die Dumpingpreise aus China machen, wirklich, die Europäische Union? Das ist
ganz schwierig. Heiner Hesel und ich haben das ja mal in früheren Jahren schon untersucht für die koreanische Wirtschaft, weil wir bei der koreanischen Schifffahrt auch den Verdacht hatten, dass da massiv, nicht nur Verdacht, auch belegbar, Subventionen vorgenommen werden. Aber da sieht man, die Welt ist da gewisserweise zurzeit handlungsunfähig. Ja. Die Weltorganisation, die World Trade Organization, funktioniert nicht. Wir machen Sonderwege wie TTIP mit USA. Aber es wird darauf ankommen, und da ist Politik gefordert, da ist auch die Bundesregierung gefordert, da ist der Kommissar gefordert, Jean-Claude Juncker, nämlich bei den Gesprächen in China zu sagen, Bedingungen zu formulieren, dass wenn mit diesen brutalen Methoden, die ökonomisch durch nichts zu rechtfertigen sind, wenn damit wertvolle Arbeitsplätze vernichtet werden, dass es dann schlichtweg Gegenmaßnahmen gibt. Da muss man eben auch ein Dumping machen gegenüber chinesischen Märkten. Das ist aber dann das Chaos auf den Märkten. Und was Arcelor, ich sage, ein ganz großer Hilferuf, den ich sehr ernst nehme, den Salzgitter auch ausstrahlt, obwohl wir gerade fürs letzte Jahr leichten Gewinn haben. Aber wir stehen unter demselben Problem. Der Hilferuf sagt, wenn wir diese hochwertige Stahlindustrie, die wir haben, auch für Automobil, für ganz hochwertige Bleche, wenn wir die haben wollen, dann müssen wir auch etwas für tun. Selber sind die Stahlwerke relativ leistungsfähig. Sie werden von außen, gewisserweise durch Außendruck, in die Krise gedrängt. Rudolf Hickel, vielen Dank für den Besuch im Studio.